Ja, du Lieben, es ist der Michael von Bluebird Autos. Wie ich auf meiner Facebook-Seite schon angekündigt habe, hat es mich nach Bayern vertrieben, genau gesagt in die Jachenau, zu Sepp vom Waldhandwerk. Das haben wir jetzt schon langerhand vorbereitet. Über ein Jahr ging das jetzt so, dass wir uns immer wieder geschrieben haben und jetzt endlich der Termin stattgefunden hat, worauf ich mich sehr freue. Vielen Dank, Sepp, dass ich hier in deinem Gelände sein darf und vom Gelände von Susanne. Und wir machen uns jetzt ein paar schöne Tage hier im Schnee. Buschkraften und unterhalten uns einfach und werden eine Menge Spaß haben, denke ich. Und ja, diese kleine Reise möchte ich euch einladen. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran und schaut uns einfach zu, was wir hier so machen. Wir bauen jetzt erstmal unser Lager auf und dann werden wir noch ein bisschen die Gegend erkunden. Also bis später. Wie gesagt, wir sind jetzt hier im Lagerbau. Wir haben uns hier ein schönes Plateau ausgesucht, wo ich gleich mein Zelt aufbauen werde. Der Sepp ist auch schon kräftig dabei, wie man sieht hier. Da ist er. In den Anfängen. In den Anfängen ist hier alles. Sepp Waldhandwerk, meine Damen und Herren. Und das in meinem Video, dass ich das noch erleben darf. Ja, schön, dass du da bist. Danke. Vielen Dank, dass du hier bist. Ja, super. Landschaft ist ja super geil. Aufstieg war nicht ohne, aber Tageslicht gut zu machen. Im Harz haben wir ja ziemlich, naja, hi Marius. Aber hier ist Sonne scheint, mega geiles Wetter, sehr, sehr geil. Auf einer Schneeschuhwanderung, einfach mal hier durchs Gelände und schauen uns das mal hier an, nachdem wir das Lager aufgebaut haben, eben eine Kleinigkeit gegessen und jetzt geht's los. Viel Spaß! Kommt hier hin. Das ist mega. Es ist so schön, so toll hier. So geile Luft. Einfach schön. Schaut euch das an, Leute. Ist das geil oder ist das geil? Das ist mega. Das ist Paradies. So, ihr Lieben, wir sind hier ein bisschen unterwegs und haben noch mal ein paar Kleinigkeiten gefunden, die man auch essen kann. Das heißt, ich probiere hier einfach mal ein bisschen Pflanzennahrung. Unter anderem jetzt eine größere Klette gefunden, wo noch ein paar Samen drin waren. Die sind echt lecker, die Dinger. Hätte ich nicht gedacht. Funktioniert gut. Ein bisschen wie ein Sonnenblumenkern. Das hat er eben gesagt. Stimmt, hat er recht. Geil, große Distel. Große Klette. Die Distel bitte nicht essen. Zumindest nicht die pieksige. Dann auf dem Weg sind noch ein paar Buchen gefunden. Buchenpflanzen. Die Triebe. Auch die kann man essen. Nur bitte nicht die ganz vordersten. Geht ein bisschen weiter nach hinten. Dritte, vierte, relativ nah ran. Wenn die so ein bisschen aussehen wie die hier, dass da so ein bisschen frisch sind, vielleicht ein bisschen grün sind, kann man auch die zu sich nehmen. So wie sie sind. Ihr müsst das, was übrig bleibt, nicht runterschlucken, aber man kann sie zumindest essen. So, hat eine Schneeschuhtour gemacht. Ganz weit. Von dem Häuschen da vorne nach darauf
Darum. Weiter, 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 weiter. Und dann kommt man hier raus. Wunderschön. Mich das erste Mal auf Schneeschuhen. Check. Wieder mal was ich noch nicht gemacht habe bisher, was mir Spaß macht. Und was ich mal wieder kennenlernen durfte durch den Hintergrund Bushcraft und durch all das, was man so an Freundschaft bei den Sachen hier gewinnt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Mir gefällt es gut hier. Das ist eine ganz andere Qualität. Ja, bitte. Das ist eine ganz andere Qualität von Wandern. Ich kann Skifahren, ich komme aus solchen Gegenden. Aber dieses langsame, geduldige Gehen gefällt mir mittlerweile besser als das Vorbeirauschen an der Natur. Ja, das Entschleunigen ist halt schon, das ist schon geil. Das macht schon Spaß. Das finde ich auch. Das macht sehr viel Spaß. Also dieser Schneeschuhlaufen war für mich das erste Mal und es geht eigentlich, ich habe mir ein paar Schritte gezeigt, ein paar Grundschritte, die man machen kann und soll. Und wenn man das einmal so ein bisschen im Kopf hat und dann nur noch geht, ist das eigentlich total automatisch. Also läuft eigentlich nur noch los. Und das macht echt Spaß, wie er gesagt hat. Also ich bin ja eigentlich kein Skifahrfreund, meine Frau weiß das. Aber Schneeschuh ist geil. Das macht mir Bock. Das ist gut. Das ist gut. So, das wird ein Upside-Down-Feuer, was wir hier machen, unser Lagerfeuer. Da haben wir unser Holz für später. Hier ist unsere Feuerstelle, die wir jetzt mal in Gang bringen. Morgen, ihr Lieben. Erste Nacht haben wir vorbei. Ich habe gut geschlafen. Ich glaube, der Sepp auch. Das Zelt ist gut. Schlafsack warm. So kann man mit dem Frühstück beginnen, denke ich. Und so kann man, glaube ich, in den Tag starten. Jetzt mache ich mir erstmal ein Müsli, ein schön warmes. Trinke mir einen Tee dazu. Und dann geht's los. Morgen, Fischer. Schönen guten Morgen. Sepp ist auch wach. Und, gut geschlafen? Ja. Sehr gut. Exzellent. Frische Luft, Bachrauschen. Hat uns das sehr gut gepasst, ja. Ja, der Bach ist übrigens echt ein Vorteil, wie ich festgestellt habe. Also auch eine Empfehlung an vielleicht Leute, die zum ersten Mal im Wald übernachten wollen und die Möglichkeit habt, sowas euch zu suchen, wo vielleicht ein Bach ist. Ihr hört wirklich nichts von anderen Geräuschen im Wald. Wir haben ja oft mal das Thema, dass Leute irgendwie Angst haben, dass sie irgendwelches Knacken hören, Tiergeräusche und so weiter. Wenn ihr sowas habt wie jetzt hier mit dem leichten Bachrauschen, also ich habe die ganze Nacht eigentlich, also ich habe durchgeschlafen, habe aber, wenn ich mal aufgewacht bin, eigentlich nur dieses Rauschen gehört, was sofort wieder einschläfernd gewirkt hat. Aber also es war gigantisch. So, jetzt was essen. Später. Ja, wir haben Tag 2 angebrochen, nach dem Frühstück mit einer kleinen Schneewanderung wieder. Ich und Benedikten waren einfach mal ein bisschen hier die Gegend erkunden und noch ein bisschen was Pflanzen anschauen und lernen. Die Gegend ist wirklich wunderschön hier, mir gefällt es echt super. Und ja, mal gucken, vielleicht komme ich im Sommer ja nochmal wieder, wer weiß. Ja, wir sind jetzt wieder am Lager unten. Entschuldigt bitte, wenn ich nicht so viel filme bei dem ganzen Tag aufgehen und sowas alles. Es gibt einfach so viel zu gucken, so viel zu sehen und auch so viel zu erleben und so viel zu quatschen mit dem Godfather of Bushcraft, Sepp, dass ich einfach keine Zeit habe, wirklich viel zu filmen im Moment. Ich versuche mal ein paar mehr Aufnahmen zu machen, natürlich noch ein paar mehr Eindrücke einzufangen für euch. Aber im Moment ist es einfach für mich sehr schwer, das alles so ein bisschen in Bilder zu fassen. Ich hoffe, ihr habt dafür ein bisschen Verständnis und ja, ich versuche euch, wie gesagt, trotzdem hier durch ein bisschen
natürlich daran teilhaben zu lassen. So, wir haben noch zwei Gäste bekommen hier bei uns im Lager, und zwar den Markus, der hier als Wanderer vorbeigefahren ist, und einen YouTube-Kanalkenner vom Sepp. Und noch eine andere YouTube-Größe natürlich, auch am Platz. Jetzt sag er zumindest mal Servus. Was hast du aufgebaut? Hängematte. Tarp. Wow, das ist groß. Leute, schaut euch das an, das ist ein Palast. Das ist das große Tarp, 4,5 x 3 Meter. Das ist Platz, schön. Ja. Da schläft der Markus heute Abend. Das ist ein Ein-Mann-Zelt, Bundeswehr-Zelt. Ja, so kann man sich gut gehen lassen. Vielen Dank nochmal an dich, Sepp, dass ich hier sein durfte in der Jachenau, und für die Einladung, mich hier besuchen zu können. Und ja, es ist einfach eine super schöne Gegend hier. Und ja, ich habe viel lernen können. Es war echt eine tolle Erfahrung, wieder hier auch im Schnee zu schlafen. Ja, ich habe tolle Leute, neue Leute kennengelernt. Susanne Williams war da, Manuel von Tinman Buschkraft war da. Und Markus ist einfach so vorbeigekommen, ist ein YouTube-Abonnent vom Sepp. Also auch da klasse gewesen, dass mal jemand hier reingekommen ist. Ja, und also ich möchte mich jetzt von euch verabschieden und sage wie immer, passt auf euch auf, wenn ihr rausgeht, und über einen Daumen hoch würde ich mich freuen, und bis zum nächsten Video, macht's gut, euer Micha.